Am 14. März ging die 10. Retro Classics in der neuen Messe in Stuttgart zu Ende. Große und kleine Liebhaber historischer Fahrzeuge konnten an 3 Tagen in 8 Ausstellungshallen auf rund 100.000 Quadratmetern ihre Favoriten bestaunen. Über 1.000 Aussteller aus 15 Ländern hatten ihre besten Stücke dabei, um sie dem interessierten Publikum zu präsentieren. Neben den Oldtimern wurden auch klassische Motorräder und Rallyefahrzeuge präsentiert. Daneben kamen auch die sogenannten Youngtimer, also Fahrzeuge zwischen 20 und 25 Jahren, nicht zu kurz. Ihnen war eine eigene Halle gewidmet. Das überwiegend männliche Publikum konnte sich bei verschiedenen Automobilclubs informieren und Ersatzteile für die Liebhaberstücke kaufen oder bestellen. Aber auch die passenden Accessoires wie Lederhauben, Staubschutzbrillen oder Kraftfahrerjacken im Stil der 1920er und 30er Jahre konnte man bei Händlern erstehen, um bei der Ausfahrt authentisch gekleidet zu sein. Für Fans der kleinen Fahrzeuge wurden auch zahlreiche Modellautos in allen Größen und Preisklassen angeboten. Die Messe konnte in diesem Jahr einen Besucherrekord verbuchen. Mit über 60.000 Gästen wurde die Zahl des Vorjahres um rund 10% übertroffen.